Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Lage Griechenlands stellt Europa vor die bisher größte Herausforderung. Das ist eine Bewährungsprobe für die Eurozone. Das ist aber auch eine Bewährungsprobe für die Bundesregierung und auch für dieses Parlament. Es geht um die Frage, ob die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands und damit eine Destabilisierung des Euro verhindert werden kann. Wir lassen uns bei unseren Entscheidungen leiten von dem Ziel, die Stabilität der Währung zu gewährleisten, und wir lassen uns leiten von den Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Europa. Wir spannen einen Schutzschirm für den Euro, wir sichern die Währungsstabilität und retten damit die Ersparnisse der Bürgerinnen und Bürger. Mit diesem Gesetzentwurf ziehen wir eine Brandmauer, dass die Krise eines Staates nicht auf den gesamten Euroraum überspringen kann. Die FDP und die Koalition ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Das ist eine große Verantwortung, und wir handeln im Bewusstsein dieser Verantwortung. Ich sage ganz deutlich, die Bundesregierung hat überlegt und klug gehandelt. Und das, Herr Steinmeier, ist auch öffentlich deutlich geworden. Das kann man an den Äußerungen in den letzten Tagen und Wochen auch sehen. Aber das, was Sie gemacht haben, dass Sie öffentlich immer wieder der Bundesregierung vorgeworfen haben, sie betätige sich als Brandbeschleuniger, das ist unverantwortlich. Und dass Sie hier hinstehen und von öffentlichen Straßenfinanzierungen durch Finanzmarkttransaktionssteuer sprechen, das ist purer Populismus, Herr Steinmeier. Das müssen Sie sich dann an dieser Stelle auch gefallen lassen. Vielen von uns, und das gehört auch zur Wahrheit an einem solchen Tage, tun sich mit der Entscheidung schwer. Jeder von uns weiß um die Tragweite, um die Bedeutung dieser Entscheidung. Und deshalb ist es gut, dass wir ausführlich und intensiv im Deutschen Bundestag beraten und auch die Alternativen abwägen. Das haben wir in den Fraktionen getan. Unsere Koalition steht hinter dem Gesetzentwurf. Und anders als bei Vorgängerregierungen, Herr Oppermann, müssen wir nicht durch Vertrauensfragen zur Verantwortung gezwungen werden. Wir werden unserer Verantwortung gerecht werden, und wir werden Ihnen keine Hintertür geben, um sich von Ihrer Verantwortung zu verabschieden. Wir handeln im Interesse der Menschen in Deutschland und Europa. Und wir handeln im Interesse der Stabilität unserer Währung. Wir Freien Demokraten sind unserer Verantwortung übrigens auch in der Oppositionszeit, beispielsweise beim Finanzmarktstabilisierungsgesetz, gerecht geworden. Wenn es in Deutschland um Stabilität für die Bürgerinnen und Bürger geht, dann steht die FDP. Diesen Beweis, Herr Steinmeier, müssen andere Fraktionen hier im Deutschen Bundestag in dieser Woche erst noch erbringen. Der Präsident der EZB und der zuständige EU-Kommissar haben der Eurogruppe am Sonntag das Ergebnis ihrer Prüfungen mitgeteilt. Sie haben festgestellt, dass die Finanzmarktentwicklungen in Griechenland, wenn jetzt nicht gehandelt würde, sich auf die Finanzstabilität der Eurogebiet auswirken würde. Es ist die Situation der Ultima Ratio eingetreten. Hilfen, das haben wir immer wieder betont, sind das letzte Mittel, und daher müssen wir jetzt auch konsequent handeln. Damit schützen wir das Vertrauen der Bürger und Unternehmen in unsere gemeinsame Währung und in die Eurozone. Der gemeinsame Währungsraum hat wirtschaftlichen Erfolg und Stabilität gebracht und hat sich gerade auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise wieder einmal bewährt. Und deshalb, meine Damen und Herren, war der Euro eine Erfolgsgeschichte. Und dieser gemeinsame Währungsraum muss weiter für Stabilität sorgen. Und deshalb wird die Bedeutung auch gerade dieser Stabilisierungsbemühungen für den Euro klar. Und genau deshalb werden wir auch entsprechend handeln. Und ich sage, die Koalition hat auch in der richtigen Reihenfolge gehandelt. Wer dieser Bundesregierung, Herr Steinmeier, Blockadehaltung und Verzögerung von Hilfen vorwirft, disqualifiziert sich selbst.
Es ist doch so, dass man zunächst auch mal Anstrengungen, eigene Anstrengungen von einem Land erwarten muss, das in eine solche Situation kommt. Und ich frage Sie, wollten Sie wirklich zu einem Zeitpunkt, als Griechenland öffentlich erklärt hat, es brauche keine Hilfen, Hilfen anbieten? Zu was hätte das denn geführt? Es hätte ausschließlich dazu geführt, dass die Hilfen angenommen werden, dass aber keinerlei Sanierungsprogramm auf den Weg gebracht worden wäre. Das, Herr Steinmeier, wäre unverantwortlich gewesen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Schwierige Situationen bewältigt man mit Besonnenheit und eben nicht mit Aktionismus. Und deshalb sind Hilfen als Ultima Ratio jetzt auch unumgänglich. Und ich sage an dieser Stelle deutlich, ich bin froh, dass der IWF mit im Boot ist, mit seiner Erfahrung, mit solchen Situationen und mit Instrumenten, mit denen er umzugehen weiß, sodass ganz klar wird, es wird hier ein hartes Sanierungsprogramm erwartet von Griechenland. Griechenland ist selbst in der Verantwortung, wieder Vertrauen an den Märkten zu erarbeiten. Es ist allerdings in dieser Zeit auch klar geworden, dass man auf europäischer Ebene nicht so weitermachen kann wie bisher. Mit den Vorschlägen, Herr Steinmeier, die Sie vorgetragen haben, mit dem Vorschlag, früher zu handeln, schneller Hilfen zu geben, sorgen Sie ja nur dafür, dass man von der Währungsunion zu einer Transferunion käme. Und genau das wollen wir verhindern. Und deshalb fordern wir, dass wir von einer Krisenbewältigung direkt zu einer Krisenprävention kommen und dass diese Maßnahmen zur Krisenprävention auf dem Europäischen Rat, Frau Bundeskanzlerin, auch angesprochen werden und sofort auf den Weg gebracht werden. Dazu gehört die Revitalisierung grundsätzlicher Regeln des europäischen Miteinanders, das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, zum Prinzip des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, aber auch zu einer nationalen Verantwortung für das gesamte Europa, für die gesamte europäische Entwicklung. Und das bedeutet, dass von jedem Land der Eurozone eine solide Wirtschafts- und Finanzpolitik erwartet werden kann. Und wir wollen den Stabilitätspakt erneuern und schärfen. Es wird doch in diesen Tagen deutlich, dass es harte Regeln braucht. Und die Situation ist doch jetzt so, wie sie ist, weil damals, Herr Steinmeier, im Jahr 2005 unter einer rot-grünen Bundesregierung die Stabilitätskriterien gelockert wurden, weil man beschlossen hat, nicht mehr so genau hinzuschauen und weil man Sanktionen verzögert hat. Das wirkt sich jetzt fatal aus, und deshalb müssen wir aus diesen Fehlern lernen. Dass wir klare Kriterien brauchen, dass es keine Unterscheidung mehr geben darf auf europäischer Ebene zwischen guten und schlechten Schulden. Und, meine Damen und Herren, es bedeutet, dass wir auch automatische Sanktionsmechanismen einbauen müssen. Es darf bei Sanktionen keine politischen Rabatte mehr geben. Wenn wir den Stabilitätspakt wieder wetterfest machen wollen, dann müssen wir entschieden handeln, und dann ist Klarheit nötig. Und Sie haben die Chance, im Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages hier Ihrer Verantwortung gerecht zu werden.